Morgen. Morgen. Mama? Hans? Und, gibt's was Neues in der Schule? Nein, passt alles. Und gibt's bei dir was Neues in der Schule? Mit der Frau Thalbach zum Beispiel? Ja, und wenn es wirklich nur Flirt war? Kacke, ich hab die zwei doch gesehen. Ich lasse es nicht zu, dass er alles kaputt macht, was er sich mit der Susanne aufgebaut hat. Das mache ich nicht. Nein, Herr Kleist, was ich meine ist, ich möchte was Vergleichbares von der Größenordnung her, aber bezahlbar. Ja gut, ich warte. Und wieso sagen Sie mir das erst jetzt? Ganz im Ernst, glauben Sie, ich habe meine Zeit gestohlen oder was? Idiot. Ich bin noch dran, ja? Das ist doch super, dann melden Sie sich, wenn... Entschuldigung, ich melde mich. Danke, wiederhören. Die spinnen doch. Mhm. Der Makler hat leider bei der Besichtigung vergessen zu erwähnen, dass er schon einen Vorvertrag mit einem anderen Interessenten hat. Ich will die Molkerei nicht warten lassen, aber drück mir die Daumen, ja? Mach ich. Siehst toll aus. Habe ich dir zu viel versprochen? Wow. Aber wir können doch auch klettern hier, oder? Kai. Ist ja schließlich ein Kletterkurs und kein Höhenkurs. Du kannst wirklich nicht genug kriegen, was? Das hier ist einer von drei Vorräumen, bis wir in der eigentlichen Höhle sind. Und dreimal darfst du raten, wie wir da hinkommen. Klettern? Klettern. Yes! Sehr gut. Papa. Ich hab's gleich. Herr Baumler, Sie nehmen sich genau die Zeit, die Sie brauchen. Ja. Und du hältst deinen Vater nicht so, ist das klar? Okay. Alles klar. Warte. Ich hätte einfach nicht 20 Jahre lang Pause machen sollen mit der Kletterei. Wahnsinn, wie schnell du das in den paar Monaten gelernt hast. Darf ich diesmal vorgehen? Von mir aus, ja. Den Schwierigkeitsgrad hatten wir schon auf. Hey, aber schön vorsichtig, okay? Klar. Komm her. Gut. Sehr gut. Ich hab dich so vermisst. Kai? Vorsicht, ja? Achte drauf, dass du einen sicheren Stand hast. Kai, hast du gehört? Ich halte mich jetzt um, okay? Nacheinander die Karabiner. So wie wir es trainiert haben, ja? Nacheinander ist ja wohl was für Anfänger. Tim, runter. Geh du und ruf die Bergrettung. Du glaubst doch nicht, ich lasse euch hier allein. Peter, du musst sofort die Bergrettung rufen, okay? Okay, hör zu, Lea. Pass auf mich auf, ja? Gut, Blutdruck ist soweit in Ordnung. Seit wann haben Sie denn diese Müdigkeit? Ehrlich gesagt, ein paar Monate. Vielleicht ein halbes Jahr. Gibt es irgendwelche anderen Beschwerden? Willst du meine Arme machen, bitte? Naja, ich möchte eigentlich am liebsten immer allein sein. Ich meine, ich liebe meinen Mann und ich liebe meine Kinder, aber es wird mir immer öfter irgendwie alles zu viel. Gut, ich werde das Blut abnehmen und dann werden wir ein Blutbild anfordern, dann werden wir die Schilddrüsenwerte anschauen und den Eisenspeicherwert. Zu wenig Eisen hatte ich während den Schwangerschaften auch ständig, aber das fühlt sich jetzt irgendwie anders an. Manchmal habe ich auch diese unfassbaren Wutanfälle. Ich kenne mich selber nicht wieder. Wie oft haben Sie diese Wutanfälle? Naja, so
2-3 Mal am Tag. Inzwischen. Wie äußern die sich? Ach, ich kann mich hinterher meistens nicht erinnern, aber... Okay, Stimmungsschwankungen und Antriebslosigkeit, das könnte unter Umständen auch... könnten die ersten nominellen Veränderungen sein. Zu früh? Ich feiere nächste Woche meinen 43. Geburtstag. Gut, den hormonellen Status haben wir trotzdem. Dann wissen wir Bescheid. So, danke schön. Alles okay, Kai? Geh so. Ja? Tut schlimm weh? Dein Papa ist schon auf dem Weg und holt die Bergrettung. Gruber? Was in der Kaiserstuhlhöhle, oder was? Okay, pass auf, ich habe eine Patientin, die mache ich fertig, dann komme ich gleich. Ich bin gleich unterwegs. Alles klar, danke. Gut, Entschuldigung, ich muss los, ich habe einen Notfall. Sobald ich die Ergebnisse vom Labor habe, dann sage ich ihm Bescheid, ja? Okay, danke. Frau Bornholm? Sagten Sie gerade Kaiserstuhlhöhle? Ja, warum? Oh Gott. Da sind Peter und Kai, mein Mann und mein Sohn, die sind da unterwegs. Wie alt ist der Sohn? 8. Ja gut, er hat gesagt, dass sein Kind involviert ist, aber ich schlage vor, Sie bleiben am besten hier, bis wir Bescheid wissen und ich... Ist wahrscheinlich besser so. Kümmern Sie sich um Sie. Roman! Ja? Kommst mal kurz. Kannst du übernehmen? Ja. Okay, tu mir gefallen, ruf Karmel an und sag die Blutprobe von Frau Bäumel ist sehr dringend, dass wir Druck machen. Ja? Okay. Ist alles in Ordnung. Was? Ihrem Sohn geht's bestimmt gut. Wer? Ich muss los. Weißt du zum Glück, wie der Junge heißt? Keine Ahnung, bin ich die Auskunft? Aber wieder gut gelaunt! Papa wieder mitgebracht. Kai, alles in Ordnung? Komm, es wird alles gut. Wir machen das schon. Wie heißt du denn? Kai. Kai, hallo Kai. Hast du Schmerzen? Ja, am Bein. Am Bein? Okay. Alles klar, darum kümmern wir uns gleich. Wird dir hier irgendwas weh? Nein. Ne? Hier. Ich sag mal, wie sieht's? War bewusstlos? Nein. Ah, verstehe. Kai, schau jetzt mal kurz in die Augen, ja? Schau mich an. Hans, kriegen wir den Stein weg? Das ist beschaffen, ja. Ja? Ja. Gut. Okay, ja, alles soweit gut. Dann. Also, komm. Wie geht's dem Bein? Tut weh. Da kümmern wir uns gleich drum. Auf alle Fälle darfst du jetzt gleich mal Heli fliegen. Geil. Bäumlein, warten Sie doch. Dr. Gruber wird sich bestimmt jede Minute melden. Das interessiert mich in feuchten Kehricht. Das ist mein Sohn, der da verletzt ist. Was denn los? Sie hat von jetzt auf gleich einen Wutanfall bekommen. Habe ich auch noch nicht erlebt, sowas. Frau Bäumler? Das ist doch die Friedfertigkeit in Person. Dann kann einer von uns dann gleich zu den Autos bringen, gell? Das ist nett, Hans. Gut, Kai? Ihre Frau ist bei mir in der Praxis. Und wenn Sie wollen, kann ich ihn mitnehmen zur Mama. Irene?
Ach so, ja, richtig, sie wollte ja heute zu Ihnen. Okay. Ja? Sie wissen, wo meine Praxis ist? Ich denke schon, ja. Herr Slamin, Großer. Okay. Gibt das Such jetzt noch mal kurz im Krankenwagen, okay? Komm. Scheiße. Ich hätte das niemals erlauben dürfen. Er hat einen Fehler gemacht, Peter. Und so nüchtern das jetzt auch klingen mag, er wird ihn ganz bestimmt nie wieder machen. Du glaubst doch nicht wirklich, ich lasse ihn weiterklettern, oder? Doch, du musst. Er ist ein absolutes Talent. Und glaub mir, jeder von uns hat in den Bergen irgendwann seine Feuertaufe. Und wenn das so glimpflich ausgeht wie eben, umso besser. Das liebe ich so an dir. Du lässt dich durch nichts einschüchtern. Ich war früher mal ganz genauso. Der Große ist nochmal alles gut gegangen, ne? Können wir dich jetzt heimbringen? Guck, deine Mama. Gott sei Dank. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Der ist soweit alles gut. Er hat am linken Bein eine Schürfwunde, der muss nicht genäht werden. Er ist unterkühlt und wird vorschlagen, dass sie in den nächsten 2-3 Tagen die Tetanusimpfung auffrischen. Und mein Mann? Ihr Mann ist auch hier, ist unverletzt. Ja. Steig schon mal ein. Los, steig ein, verdammt nochmal. Dieses verlogene Schwein hinter meinem Rücken. Und treibst du es mit ihr? Ja, ich bring dich um. Ich bring dich verdammt nochmal um! Beruhigen Sie sich. Denken Sie an den Jungen. Okay? Sie haben recht. Sie haben recht. Ich muss sofort zu meinem Wagen. Los. Toni, machst du das bitte? Wir kriegen das hin, hörst du? Das hätte verdammt nochmal nicht passieren dürfen. Was waren das jetzt für ein Film? Ja, auf alle Fälle ein Schräger. Ich würde mal sagen, das klassische Ehedrama. Da zieht man ein paar Kinder groß. Irgendwann hat man sich nichts mehr zum Sagen und dann passiert sowas wahrscheinlich, ne? Alexander, mein Bester. Martin, schön, dass du mich anrufst. Falls du dich erkundigen willst, wie es mir und Vera geht, kann ich dir das sagen. Beschissen. Das ist die reinste Katastrophe. Das ist ja schön zu hören. Was ist denn passiert? Sie ist gestern bei mir eingezogen. Genauso, wie du es geraten hast. Aber hört doch vielleicht eine leise Kritik raus? Sie hat den ganzen Möbelwagen ausgeladen. Und ihr Esstisch ist so groß wie mein halbes Wohnzimmer. Du sollst ja immer vorausschauen. Ich meine, letztendlich will sie doch einen Haufen Karmelers von dir. Wie viel waren es? 4, glaube ich, ne? Sehr witzig, Martin. Warum rufst du mich an? Pass auf, Patientin Bäumler, Irene Bäumler, die Blutprobe. Ja, ich weiß, dein neues Vorzimmerwunder hat mich bereits angerufen, aber zaubern kann ich nicht. Verlangt ja auch keiner. Pass auf, ich wollte dich einfach nur bitten, ob du die Bestimmung von Tumormarkern veranlassen kannst, und zwar von diesen Tumoren, die neurologische Symptome auslösen. Geht klar. Und warum? Ich habe sie als Patientin und sie war bei mir in der Praxis und sie hatte einen leicht kognitiven Aussetzer. Und sie hat mir auch von plötzlichen Wesensveränderungen erzählt und das würde ich jetzt mittlerweile bestätigen. Aber so ein Hirntumor kann auch etwas Psychisches sein, oder? Absolut, aber du weißt ja, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Wir wollen erstmal die organischen Ursachen klären. Ach ja, und übrigens, grüße Vera von mir. Das mache ich gerne, sobald ich sie irgendwo zwischen den Möbeln finde. Tschüss. Vera, aber ich dachte, du hast heute einen freien Tag. Ja, und da habe ich dem Papa vorhin die Wohnung gezeigt. Und? Er fand, dass sie ein bisschen vollgestellt wirkt. Das sage ich doch. Ganz mein Reden. Wir räumen also wieder aus. Genau. Wir haben dann den Billardtisch aus dem hinteren Zimmer rausgeräumt und dafür den Esstisch reingestellt. Er hat was? Ja, und den Billardtisch, den wird der Papa jetzt bei sich zu Hause aufstellen. Ich meine, genug Platz hat er ja. Ist das nicht toll? Aber ich... Du, dann kannst du ihn besuchen. Ihr könnt ein paar Runden spielen und so richtig schöne Männergespräche führen. Vera, ich muss protestieren. No. Jetzt nicht schimpfen, ja? Es sieht wirklich, wirklich ganz toll aus.
Ich werde dich töten, Martin. Hallo, mein Schatz. Stimmt das, was Kai erzählt hat? Wo ist die Mama? Im Schlafzimmer. Hallo? Was macht dein Bein? Ist alles okay. Glaubst du, sie lassen sich scheiden? Quatsch. Ganz sicher nicht. Sag jetzt bloß nicht, dass es dir leid tut. Und wenn es so ist? Geht es schon länger mit euch beiden? Und? Ist es was Ernstes? Ja. Ich hab's dir gesagt damals. Vor unserer Hochzeit. Ich hab dir gesagt, dass du wissen musst, worauf du dich einlässt. Und fühlst du dich jetzt mit ihr endlich so wunderbar frei? Kannst du mit ihr all die Reisen machen, auf die du wegen uns verzichten musstest, ja? Irina, bitte. Hast du jetzt alles, was du wolltest, ja? Wir hatten schon länger Probleme. Das weißt du. Und ja, ich hätte deinem Vater besser damals schon gesagt, dass ich nicht in seine Firma will. Und jetzt hast du den Mut, ja. Weil du ja praktischerweise schon einen anderen hast. Ich will, dass du deine Sachen packst und gehst. Irene, bitte. Lass uns in Ruhe besprechen, wie wir damit umgehen. Du ziehst jetzt erstmal aus. So gehen wir damit um. Die Mama und ich, wir denken, dass es besser ist, wenn ich für eine Weile nicht hier wohne. Wie lange wird sie gehen, diese Weile? Ich weiß es nicht. Aber wenn irgendwas ist, dann ruft ihr mich an, ja? Jederzeit. Gut. Dann. Pass auf deinen Bruder auf. Und auf deine Schwester. Kanntest du die Lea schon, bevor wir in ihren Kurs gegangen sind? Noch nicht lange, aber ja, ich kannte sie schon. Toll. Dann bist du nur mit mir zum Kletter gegangen, damit du heilig mit dieser blöden Kuh rumknutschen kannst. Ich hasse dich, Papa. Ich hab mir immer verboten, sowas zu sagen, aber du bist echt ein Arschloch, Papa. Thank you.
gehst denn du hin? Ja, ins Studio zum Carsten. Ich dachte, du wüsstest nichts mehr von ihm. Wir arbeiten zusammen. Und da muss ich so zurecht machen. Oma, hast du eigentlich eine Ahnung, wie die Frauen im Musikbusiness ausschauen? Ja, da kann ich nicht daherkommen wie so ein Bauerntrampel. Ja. Du weißt, was ich meine. Und was ist, wenn er dich wieder anmacht? Soll ich dir mal was sagen? Als ich zum ersten Mal sein Lied gehört habe, mit meinem Text, da war das echt cool. Pass auf dich auf. Ciao. Ciao. Alexander, was gibt's? Martin, ich habe dir eben die Laborergebnisse von deiner Frau Bäumler gemeldet. Wir haben zwar noch keinen Tumormarker, aber dafür den Rest. Ja, warte mal kurz, Moment, ich sehe sie gleich, die E-Mail. Schilddrüsenwerte unauffällig, Eisenspeicherwert unauffällig, Hormonspiegel im Lot. Allerdings. Boah, die hat ja Leukozyten über 15.000. Ich glaube zwar nicht, dass du mit deiner Tumorthese recht hast, aber eins steht fest, die Frau ist schwer krank. Okay, ansonsten aber keine Auffälligkeiten, oder? Wahrscheinlich ein viraler oder bakterieller Befall. Okay, verstehe. Habt ihr noch genügend Material, um die Antikörpertests zu fahren? Haben wir. Und bereits veranlasst. Okay, super. Danke dir. An. Ist nicht so gut gelaufen, oder? Sie hat mich rausgeworfen. Was? Aber ich... Naja. Vermutlich auch besser so. Hey, du weißt, dass ich mich bei euch nicht einmische. Ich krieg das schon wieder hin. Weißt du, nächste Woche hat Irene Geburtstag. Du meinst, sie hat sie bis dahin verziehen? Ich meine, ich wollte ihren Geburtstag abwarten, bevor ich mit ihr spreche. Über uns. Du wolltest... Ich meine es ernst, Lea. Mit uns beiden. Und natürlich hätte ich dich vorher auch gefragt, aber... Jetzt haben sich die Dinge nun mal überschlagen und... Ich wünsche mir nichts mehr, als mit dir zusammenzuleben. Es wird ein großes Familienchaos geben bei mir. Mein Schwiegervater wird mich 8 Grad aus der Firma werfen. Aber ich habe einfach keine Lust mehr, mich zu belügen. Und ich will ehrlich gesagt auch nicht mehr Irene und die Kinder belügen. Du meinst das wirklich ernst? Ja. Hi. Dr. Ruhe. Maren Bäumlein. So schlimm war es noch nie mit der Mama. Okay, der Vater ist ja schon ausgezogen. Ja. Wahrscheinlich ist sie deswegen so von der Rolle. Alles klar. Danke. Lässt mich mal kurz mit deiner Mama allein? Ja, natürlich. Frau Bäumler. Mein Mann hat sich in eine andere Frau verliebt, wo er wahrscheinlich jetzt gerade seinen Koffer auspackt. Da
was ist passiert? Darf ich mich setzen? Ja. Das war einer ihrer Wutanfälle. Oh Gott. Maren muss sich zu Tode erschrocken haben. Können Sie sich noch erinnern, was passiert ist? Ja, ich denke schon. Sie denken und sie wissen. Frau Bäumler. Was? Können Sie sich daran erinnern, an den Moment, als Sie die Kontrolle verloren haben? Nein. Okay. Frau Bäumler, wir haben die Laborergebnisse. Es ist so, dass Ihre Leukozytenwerte mehr als erhöht sind. Das heißt, Ihr Körper versucht mit aller Macht gegen eine Erkrankung anzukämpfen. Das heißt, wir kennen jetzt den Grund, warum Sie da erschöpft sind. Und weiter? Wir bestimmen noch die Tumormarker. Oh Gott. Das ist erstmal reine Routine. Wir gehen davon aus, dass es ein bakterieller oder viraler Befall ist, der für Ihre neurologischen Auffälligkeiten verantwortlich ist. Aber da kann man irgendwas gegen machen, oder? Ja, sobald wir den auslösenden Erreger kennen, ja. Waren Sie in letzter Zeit krank? Hatten Sie Fieberschübe, Schüttelfrost? Hatten Sie Kontakt zu kranken Menschen? Irgendwelche Fernreisen gemacht? Ich versuche herauszufinden, ob Sie sich irgendwo angesteckt haben könnten. Mhm. Wir machen nebenher noch ein paar Antikörpertests und ich hoffe, dass wir dann bald mehr wissen. Frau Bäumler, ich würde Ihnen gerne was zur Beruhigung geben. Ja, gerne. Okay. Aber wenn ich krank bin, dann kann er mich doch nicht verlassen, oder? Wenn ich krank bin, das kann er doch nicht machen, oder? Schön, dass du da bist. Ja, finde ich auch. Cool, dass ich mitmachen darf. Mitmachen darfst? Mann, du bist unsere letzte Rettung. Nur damit du es weißt. Wir brauchen bis Ende des Monats 10 fertige Songs und wir haben gerade mal 4. Also wir haben für einen Song 3 Tage. Jupp. Lass uns besser anfangen. Wo sind denn die anderen? Oh, die kommen später. Ich dachte, es ist vielleicht ganz gut, damit wir erstmal ein Gefühl füreinander entwickeln. Ich meine natürlich für die Ideen. Ich habe bereits den Anfang, aber irgendwie komme ich nicht weiter. Okay. Kannst du mal spielen? Klar. Du hast ja recht, was die ganzen Streitereien angeht. Klar hängt es damit zusammen, dass die Susanne und die auf dem Zahnfleisch gehen. Bei dem ganzen Schlafmangel und so weiter. Was ist es dann? Dass ihr eure beiden Berufe nicht unter den Hut kriegt, oder was? Na, da haben wir eigentlich beschlossen, dass wir die Dinge jetzt erstmal so akzeptieren, wie sie sind. Ist bloß, wir lachen überhaupt nicht mehr miteinander. Das ist das Schlimme. Das ist alles immer ernst, wichtig, dramatisch. Am Anfang, da konnte man uns genau über die gleichen Dinge totlachen. Bist du banales Alltagszeug. Das hat einfach perfekt gepasst. Und mit dieser Frau Thalbach, da kannst du es wieder lachen, oder? Die macht sich einfach einen ständigen Kopf über alles. Was willst du jetzt machen? Ich hab nicht die leiseste Ahnung, Mama. Du musst dir diese Frau aus dem Kopf schlagen, ganz einfach. Und wie soll ich das machen? Ich versuch's ja schon. Triffst du sie? Na, wir sind uns bisher nur begegnet, wenn der Jonas von der Schule abgeholt werden musste und gebracht. Und halt, neulich am Abend, wo du uns gesehen hast. Also dann sagt der Susanne, dass ich dich hier oben brauche und sie soll in Zukunft den Jonas zur Schule fahren. Sie soll den Kontakt zu mir einfach abbrechen? Es ist die einzige Lösung, Hans, glaub mir's.
Was machen Sie an meinem Computer? Ja, wenn ich Herrn Dr. Gruber vertrete, muss ich ja im Bilde sein, was los ist. Also entschuldigen Sie mal, da können ja auch private Sachen drauf sein. Privat? Das hat ja hier sowieso nichts zu suchen. Herr Dr. Melchinger, das ist mein Arbeitsplatz. Und wenn Sie etwas möchten... Ist alles in Ordnung? Ich habe Herrn Dr. Melchinger lediglich höflich darauf hingewiesen, dass... Hier, das ist gerade angekommen. Die vollständigen Laborergebnisse von Frau Bäumler. Kannst du mal angucken. Sehr gut. Ich verstehe das nicht. Tumormarker negativ, Antikörpertest negativ. Ihre Organwerte sind völlig unauffällig und trotzdem hat die Frau einen Leukozytenwert von über 15.000. Roman, was hat die Frau? Vielleicht etwas Entzündliches im Gehirn. Aber du siehst ja die Entzündungswerte, das ergibt doch keinen Sinn. Ja, dann schließe ich mich keine Weile an und tippe so BR für eine schwere psychiatrische Erkrankung. Roman, es muss eine organische Ursache haben. Die Frau hat einen Leukozytenwert von über 15.000. Ja, wenn es tatsächlich eine psychische Störung ist, dann gibt es immer auch Varianten, die den Stoffwechsel im Körper ziemlich durcheinander bringen können. Ja, ja, aber irgendwas stimmt trotzdem nicht. Sag mal, wie lange ist die Frau Bäumler schon deine Patientin? Sie war schon als Kind hier auf meiner Liege. Tu mir einen Gefallen und geh mir ihre Akte durch. Vielleicht findest du irgendeine Auffälligkeit. Und du? Ich fahr jetzt zu ihrem Mann. Der muss wissen, was mit seiner Frau los ist. Hans, ich bin's. Sag mal, hast du die Adresse von der Bergführerin von heute Morgen? Super. Ach, könnten Sie mir bitte die Akte von Frau Bäumler raussuchen? Alles aus den, sagen wir mal, letzten 10 Jahren. Ich kümmere mich drum. Und ein Kaffee wäre wunderbar. War nur ein Scherz. Also wenn du das abhörst, dann ruf mich doch bitte kurz zurück mal an. Ja? Ich würde mich wirklich freuen. Und grüß den Kai. Und? Nur die Mailbox. Kein Wunder. Sie brauchen einfach noch ein bisschen Zeit. Zum Glück gondelt Irenes Vater gerade auf irgendeinem Kreuzfahrtschiff durchs Mittelmeer. Ein Problem weniger im Moment. Wann wirst du es ihr sagen? Dass ich mich endgültig von ihr trennen will. So bald wie möglich. Moment. Sie wollen damit sagen, dass meine Frau, dass Irene psychisch krank ist? Ja, aufgrund der Laborergebnisse, die wir haben, würde ich sagen, dass eine organisch bedingte Psychose sehr wahrscheinlich ist. Und wenn das so ist, kann man dann was dagegen machen? Es hängt natürlich immer von der Patientin selber ab, aber in aller Regel ja. Und dass Irene so war in den letzten Monaten, so abwesend, dann so gereizt und aggressiv, das würde dann auch damit zusammenhängen? Ja. Und jetzt? Würde ich versuchen, Ihre Frau dazu zu bewegen, dass sie sich in der Klinik psychiatrisch untersuchen lässt, damit wir so schnell wie möglich Klarheit haben. Herr Bäumler, Sie sollten wissen, dass Ihre Frau im Moment mehr als labil ist. Sie verstehen, was ich meine. Was hat er gesagt? Dass Irene möglicherweise schon länger an einer schweren Psychose leidet. Roman, mein Lieber, was gibt's? Dein Instinkt hat dich nicht getrügt, Martin.
Ich habe gerade die Unterlagen von Frau Bäumler hier. Du erinnerst dich vermutlich, dass sie in den letzten Jahren immer wegen grippaler Infekte hier war. Ja. Und in den Jahren davor auch immer dasselbe Bild. Erkältungen, Bronchitis, veralterte Nebenhöhlen. Zweimal sogar eine schwere Lungenentzündung. Okay, das heißt, sie tendiert zu einer erhöhten Infektanfälligkeit. Das ist ja eher unwahrscheinlich, aber vielleicht hat sie eine chronische Immunschwäche, die sich mit einer Psychose überlagert. Ah. Danke dir, Roman. Jetzt haben wir zumindest einen neuen Denkansatz. Ja. Danke. Okay, ciao. Ciao. Alexander, mein Bester. Martin, was gibt's? Bei zu Patientin Bäumler, ich würde gerne einen PID-Test nachschieben und check dir mal, ob das Labor noch Zeit hat. Eine Immunschwäche? Hast du mir begründeten Verdacht? Alexander, bitte mach's einfach. Und außerdem brauche ich heute noch einen Termin beim psychiatrischen Dienstarzt. Ja? Ich danke dir. Martin. Martin? Peter, da bist du ja endlich. Das sagt Dr. Gruber, Mama. Ach. Ja, aber wann kommt denn der Papa endlich nach Hause? Der ist doch ausgezogen, Mama. Was? Ach, ja, richtig. Richtig. Hallo, Frau Bäumler. Sie wissen, warum ich hier bin? Ja, weil was mit Ihnen nicht stimmt. Genau. Und um das rauszufinden, verfolgen wir gerade zwei Thesen, die eventuell sogar miteinander in Verbindung stehen. Die eine These ist, dass Sie an einer chronischen Immunschwäche leiden. Das heißt, ein relativ harmloser Infekt, der normalerweise für Ihren Körper kein Problem wäre, setzt Ihnen eben schon seit längerem erheblich zu. Und ist das schlimm, sowas? Nein, wir könnten es sehr gut medikamentös behandeln. Ja, und die zweite These? Ich würde gerne Ihre Symptome psychiatrisch abklären lassen. Ach, Entschuldigung? Die Mama ist doch nicht verrückt. Das hat Ihnen Peter eingeredet. Der sammelt schon Munition, um mir die Kinder wegzunehmen. Frau Bäumler, das ist lediglich ein medizinisch begründeter Verdacht, dem ich sehr gerne nachgehen möchte. Also, wenn die Mama wirklich psychisch krank ist, was macht man denn dann? Dann würden wir sehr schnell eine passende Behandlungsmethode finden. Ja, aber dann kann doch auch alles wieder wie früher werden, oder? Vielleicht. Du versprichst mir, niemandem aufzumachen, den du nicht kennst, klar? Ich bin auch kein Baby mehr. Klar. Kann ich Sie was fragen? Klar. Ich meine, Sie kennen sich vielleicht besser mit solchen Sachen aus. Glauben Sie, dass der Papa wieder zurückkommen wird? Das kann ich dir nicht sagen. Aber egal, was passieren wird, er wird immer euer Papa bleiben. Weißt du? Schauen wir mal. Mein Schatz, ich bin's. Ja, ich weiß, ich hätte mich schon längst gemeldet haben wollen. Die Molkerei will sich mit ihrer Entscheidung noch Zeit lassen bis morgen. Und bei dir viel los? Nicht ganz unkomplizierter Fall mit inkludiertem Familiendrama. Ah, das klingt nicht gut. Na, ich habe noch mal mit dem Makler telefoniert, aber... Ah, ja, und? Zu teuer, zu weit weg. Kannst es dir aussuchen. So ein kleines Häuschen mit einem winzigen Garten, das kann doch nicht so schwer zu finden sein. Naja, was wir bräuchten, war einfach ein kleines Traumhaus, ne? Was ist das denn? Anne? Anne, pass mal auf, du musst sofort kommen. Bitte? Und zwar hinter der Praxis, weißt du, die Straße runter, hinterm Sonnius, den Weg da hoch, da stehe ich. Ja, und was soll da sein? Wenn mich alles täuscht, dann steht hier unser Traumhaus. Wahnsinn. Du, beeil dich, komm sofort hierher. Tschüss. Okay. Bingo. Let me go and I'll come running straight back to you.
You should know that between us love is the simple truth. Moment. Das war so nicht abgemacht. Ich will das texten und die Gefühle nicht durcheinander bringen. Ich weiß nicht, ob das so einfach geht. Weißt du, Carsten, ich habe Angst, wenn zwischen uns wieder irgendwas schief läuft, dann war's das auch mit der Musik. Das will ich nicht. Also Profis? Profis. So, was sagst du? Also da ist wahrscheinlich viel dran zu machen, aber das wär's doch. Ja, da muss man vielleicht viel dran machen, aber ich habe da so ein richtig gutes Gefühl. Hallo? Also, wenn Sie hier nur ein Wellness-Hotel hochziehen wollen, können Sie gleich wieder fahren. Nee, das wollen wir gar nicht. Entschuldigung, darf ich vorstellen? Anne Meierling. Grüß Gott. Grüß Gott. Mein Name ist Gruber, Martin Gruber. Grüß Gott. Ja, dann wollen Sie also wirklich den ganzen Hof pachten? Ja, weil alle anderen Interessenten sind mir gleich wieder abgehauen. Wieso das denn? Die wollten alle nur das Haus haben. Aber es gehören noch einige Stallungen und Wiesen und 2 Dutzend Milchkühe dazu. Und ja, ich schaff's in meinem Alter nicht mehr. Das heißt, Sie wollen gar nicht nur das Haus verpachten? Nur mit den Rindviechern und allem drum und dran. Okay. Und wie hoch ist denn die Pacht? Ja, ich würde sagen... Entschuldigen Sie einen Augenblick, bitte. Komm mal. Was denn? Was ist denn? Das können wir doch hier abkürzen, oder? Warum? Wir suchen eine Wohnung oder ein Häuschen, aber ohne Milchkühe. Wie hoch ist denn die Pacht? 15.000 Euro im Jahr. Und 5% von den Erträgen. Annes, warte mal. Vielen Dank. Bitteschön. Danke. Was läuft denn weg? Dein Gefühl. Also auf dein Gefühl kann man wirklich nicht hören. Aber wohl, ich meine, das ist der Deal des Jahrhunderts. Die will 15.000 Euro im Jahr plus 5% von den Erträgen. Hey, entschuldige mal, guck dir das mal an. Also, falls dir das entgangen sein sollte, ich habe schon einen Hof, den ich bewirtschaften muss. Ja, falls es dir entgangen sein sollte, das ist doch von deinem Papa. Du wolltest immer was Eigenes. Was Eigenes machen, was Eigenes erschaffen, mit mir zusammen. Entschuldige mal, es ist perfekt. Was soll ich ihm denn sagen? Das geht nicht. Anne, der Arthur kommt aus dem Entzug und der ist wieder halbwegs fit. Der kann sich um seinen Hof selber kümmern. Ja, aber wenn er zurückkommt und ich sage ihm, dass ich einen anderen Hof bewirtschafte, dann fängt er wieder an mit seiner Sauferei. Schatz, ich gehe da jetzt hin zu dieser Frau und sage ihr, dass wir beide über dieses Angebot nachdenken. Ist das eine gute Idee? Hm? Einverstanden. Fein. Bis gleich.
Alexander, mein Bester. Martin, schön, dass du mich anrufst. Falls du dich erkundigen willst, wie es mir und Vera geht, kann ich dir das sagen. Beschissen. Das ist die reinste Katastrophe. Das ist ja schön zu hören. Was ist denn passiert? Sie ist gestern bei mir eingezogen. Genauso, wie du es geraten hast. Aber hört da vielleicht eine leise Kritik raus? Sie hat den ganzen Möbelwagen ausgeladen. Und ihr Esstisch ist so groß wie mein halbes Wohnzimmer. Du sollst ja immer vorausschauen. Ich meine, letztendlich will sie doch einen Haufen Karmel von dir. Wie viel waren es? 4, glaube ich, ne? Sehr witzig, Martin. Warum rufst du mich an? Pass auf, Patientin Bäumler, Irene Bäumler, die Blutprobe. Ja, ich weiß, dein neues Vorzimmerwunder hat mich bereits angerufen, aber zaubern kann ich nicht. Verlangt ja auch keiner. Pass auf, ne, ich wollte dich einfach nur bitten, ob du die Bestimmung von Tumormarkern veranlassen kannst, und zwar von diesen Tumoren, die neurologische Symptome auslösen. Geht klar. Und warum? Ich habe sie als Patientin und sie war bei mir in der Praxis und sie hatte einen leicht kognitiven Aussetzer. Und sie hat mir auch von plötzlichen Wesensveränderungen erzählt und das würde ich jetzt mittlerweile bestätigen. Aber so ein Hirntumor kann auch etwas Psychisches sein, oder? Absolut, aber du weißt ja, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Wir wollen erstmal die organischen Ursachen klären. Ach ja, und übrigens, grüße Vera von mir. Das mache ich gerne, sobald ich sie irgendwo zwischen den Möbeln finde. Tschüss. Vera, aber ich dachte, du hast heute einen freien Tag. Ja, und da habe ich dem Papa vorhin die Wohnung gezeigt. Und? Er fand, dass sie ein bisschen vollgestellt wirkt. Das sage ich doch. Ganz mein Reden. Wir räumen also wieder aus. Genau. Wir haben dann den Billardtisch aus dem hinteren Zimmer rausgeräumt und dafür den Esstisch reingestellt. Er hat was? Ja, und den Billardtisch, den wird der Papa jetzt bei sich zu Hause aufstellen. Ich meine, genug Platz hat er ja. Ist das nicht toll? Aber ich... Dann kannst du ihn besuchen. Ihr könnt ein paar Runden spielen und so richtig schöne Männergespräche führen. Vera, ich muss protestieren. No. Jetzt nicht schimpfen, ja? Es sieht wirklich, wirklich ganz toll aus. Ich werde dich töten, Martin. Hallo, mein Schatz. Stimmt das, was Kai erzählt hat? Wo ist die Mama? Im Schlafzimmer. So gehen wir damit um. Die Mama und ich, wir denken, dass es besser ist, wenn ich für eine Weile nicht hier wohne. Wie lange wird sie gehen, diese Weile? Ich weiß es nicht. Aber wenn irgendwas ist, dann ruft ihr mich an, ja? Jederzeit. Gut, dann. Pass auf deinen Bruder auf. Und auf deine Schwester. Kanntest du die Lea schon, bevor wir in ihren Kurs gegangen sind? Noch nicht lange, aber ja, ich kannte sie schon. Toll. Dann bist du nur mit mir zum Klettern gegangen, damit du heilig mit dieser blöden Kuh rumknutschen kannst. Ich hasse dich, Papa. Ich hab mir immer verboten, sowas zu sagen, aber du bist echt ein Arschloch, Papa.
gehst denn du hin? Ja, ins Studio zum Carsten. Ich dachte, du wüsst nichts mehr von ihm. Wir arbeiten zusammen. Und da muss ich so zurecht machen. Oma, hast du eigentlich eine Ahnung, wie die Frauen im Musikbusiness ausschauen? Ja, da kann ich nicht daherkommen wie so ein Bauerntrampel. Ja. Du weißt, was ich meine. Und was ist, wenn er dich wieder anmacht? Soll ich dir mal was sagen? Als ich zum ersten Mal sein Lied gehört habe, mit meinem Text, da war das echt cool. Pass auf dich auf. Fall ist, der für ihre neurologischen Auffälligkeiten verantwortlich ist. Aber da kann man irgendwas gegen machen, oder? Ja, sobald wir den Auslösenden in der Regel kennen, ja. Waren Sie in letzter Zeit krank? Hatten Sie Fieberschübe, Schüttelfrost? Hatten Sie Kontakt zu kranken Menschen? Irgendwelche Fernreisen gemacht? Ich versuche herauszufinden, ob Sie sich irgendwo angesteckt haben könnten. Wir machen nebenher noch ein paar Antikörpertests und ich hoffe, dass wir dann bald mehr wissen. Frau Bäumler, ich würde Ihnen gerne was zur Beruhigung geben. Ja, gerne. Okay. Aber wenn ich krank bin, dann kann er mich auch nicht verlassen. Oder wenn ich krank bin, das kann er doch nicht machen. Oder? Schön, dass du da bist. Ja, finde ich auch. Cool, dass ich mitmachen darf. Mitmachen darfst? Mann, du bist unsere letzte Rettung. Nur damit du es weißt. Wir brauchen bis Ende des Monats 10 fertige Songs und wir haben gerade mal 4. Also wir haben für einen Song 3 Tage. Jupp. Lass uns besser anfangen. Wo sind denn die anderen? Die kommen später. Ich dachte, es ist vielleicht ganz gut, damit wir erstmal ein Gefühl füreinander entwickeln. Ich meine natürlich für die Ideen. Ich habe bereits den Anfang, aber irgendwie komme ich nicht weiter. Okay. Kannst du mal spielen? Klar. Du hast ja recht, was die ganzen Streitereien angeht. Klar hängt es damit zusammen, dass die Susanne und die auf dem Zahnfleisch gehen mit bei dem ganzen Schlafmangel und so weiter. Was ist es dann? Dass ihr eure beiden Berufe nicht unter den Hut kriegt, oder was? Na, da haben wir eigentlich beschlossen, dass wir die Dinge jetzt erstmal so akzeptieren, wie sie sind. Ist bloß, wir lachen überhaupt nicht mehr miteinander. Das ist das Schlimme. Das ist alles immer ernst, wichtig, dramatisch. Am Anfang, da konnte man uns genau über die gleichen Dinge totlachen. Bist du banales Alltagszeug. Das hat einfach perfekt gepasst. Und mit dieser Frau Thalbach, da kannst du es wieder lachen. Das. Darf ich diesmal vorgehen? Um Josia, den Schwierigkeitsgrad hatten wir schon oft. Hey, aber schön vorsichtig, okay? Klar. Komm her. Sehr gut. Ich hab dich so vermisst. Kai? Vorsicht, ja? Achte drauf, dass du einen sicheren Stand hast. Kai? Hast du gehört? Ich halte mich jetzt um, okay? Nacheinander die Karabiner. So wie wir es trainiert haben, ja? Nacheinander ist ja wohl was für Anfänger. Okay! Ich denke schon! Ah! Die blöde Lampe ist kaputt! Ich steig's ihm runter.
Geh du und ruf die Bergrettung. Du glaubst doch nicht, ich lasse euch hier allein. Peter, du musst sofort die Bergrettung rufen, okay? Okay, hör zu, Lea. Pass auf mich auf, ja? Gut, Blutdruck ist soweit in Ordnung. Seit wann haben Sie denn diese Müdigkeit? Ehrlich gesagt, ein paar Monate. Vielleicht ein halbes Jahr. Gibt es irgendwelche anderen Beschwerden? Willst du meine Arme mal bitte? Naja, ich möchte eigentlich am liebsten immer allein sein. Ich meine, ich liebe meinen Mann und ich liebe meine Kinder, aber es wird mir immer öfter irgendwie alles zu viel. Gut, ich werde das Blut abnehmen und dann werden wir ein Blutbild anfordern, dann werden wir die Schilddrüsenwerte anschauen und den Eisenspeicherwert. Zu wenig Eisen hatte ich während den Schwangerschaften auch ständig, aber das fühlt sich jetzt irgendwie anders an. Manchmal habe ich auch diese unfassbaren Wutanfälle. Ich kenne mich selber nicht wieder. Wie oft haben Sie diese Wutanfälle? Naja, so 2-3 Mal am Tag. Inzwischen. Wie äußern die sich? Ach, ich kann mich hinterher meistens nicht erinnern, aber... Okay, Stimmungsschwankungen und Antriebslosigkeit, das könnte unter Umständen auch... könnten die ersten nominellen Veränderungen sein. Zu früh? Ich feiere nächste Woche meinen 43. Geburtstag. Gut, den hormonellen Start. Auch ständig, aber... Aber das fühlt sich jetzt irgendwie anders an. Manchmal habe ich auch diese unfassbaren Wutanfälle. Ich kenne mich selber nicht wieder. Wie oft haben Sie diese Wutanfälle? Naja, so 2-3 Mal am Tag. Inzwischen. Wie äußern die sich? Ach, ich kann mich hinterher meistens nicht erinnern, aber... Okay, Stimmungsschwankungen und Antriebslosigkeit, das könnte unter Umständen auch... könnten die ersten nominellen Veränderungen sein. Zu früh? Ich feiere nächste Woche meinen 43. Geburtstag. Gut, den hormonellen Status machen wir trotzdem. Dann wissen wir Bescheid. So, danke schön. Alles okay, Kai? Geht so. Ja? Tut schlimm weh? Dein Papa ist schon auf dem Weg und holt die Bergrettung. Entschuldigung. Gruber? Was in der Kaiserstuhlhöhle, oder was? Okay, pass auf, ich habe eine Patientin, die mache ich fertig, dann komme ich gleich. Ich bin gleich unterwegs. Alles klar, danke. Gut, Entschuldigung, ich muss los, ich habe einen Notfall. Sobald ich die Ergebnisse vom Labor habe, dann sage ich ihm Bescheid, ja? Okay, danke. Frau Bornholm? Sagten Sie gerade Kaiserstuhlhöhle? Ja, warum? Oh Gott. Da sind Peter und Kai, mein Mann und mein Sohn, die sind da unterwegs. Wie alt ist Ihr Sohn? 8. Ja gut, er hat gesagt, dass sein Kind involviert ist, aber ich schlage vor, Sie bleiben am besten hier, bis wir Bescheid wissen und ich... Ist wahrscheinlich besser so. Kümmern Sie sich um Sie. Roman! Ja? Kommst du mal kurz? Kannst du übernehmen? Ja. Okay, tu mir Gefallen, ruf Karmel an und sag die Blutprobe von Frau Bäumel ist sehr dringend, dass wir Druck machen. Ja? Okay. Ist alles in Ordnung? Was? Ihrem Sohn geht's bestimmt gut. Wer? Ich muss los. Also zum Glück, wie der Junge heißt? Keine Ahnung, bin ich die Auskunft? Aber wieder gut gelaunt! Sie war schon als Kind hier auf meiner Liege. Tu mir einen Gefallen und gib mir Ihre Akte durch. Vielleicht findest du irgendeine Auffälligkeit. Und du? Ich fahre jetzt zu Ihrem Mann. Der muss wissen, was mit seiner Frau los ist. Hans, ich bin's. Sag mal, hast du die Adresse von der Bergführerin von heute Morgen? Super.
Ach, könnten Sie mir bitte die Akte von Frau Bäumler raussuchen? Alles aus den, sagen wir mal, letzten 10 Jahren. Ich kümmere mich drum. Und ein Kaffee wäre wunderbar. War nur ein Scherz. Also wenn du das abhörst, dann ruf mich doch bitte kurz zurück mal an. Ja? Ich würde mich wirklich freuen. Und grüß den Kai. Und? Nur die Mailbox. Kein Wunder. Sie brauchen einfach noch ein bisschen Zeit. Zum Glück gondelt Irenes Vater gerade auf irgendeinem Kreuzfahrtschiff durchs Mittelmeer. Ein Problem weniger im Moment. Wann wirst du es ihr sagen? Dass ich mich endgültig von ihr trennen will. So bald wie möglich. Moment. Sie wollen damit sagen, dass meine Frau, dass Irene psychisch krank ist? Ja, aufgrund der Laborergebnisse, die wir haben, würde ich sagen, dass eine organisch bedingte Psychose sehr wahrscheinlich ist. Und wenn das so ist, kann man dann was dagegen machen? Es hängt natürlich immer von der Patientin selber ab, aber in aller Regel ja. Und dass Irene so war in den letzten Monaten, so abwesend, dann so gereizt und aggressiv, das würde dann auch damit zusammenhängen? Ja. Und jetzt? Würde ich versuchen, Ihre Frau dazu zu bewegen, dass sie sich in der Klinik psychiatrisch untersuchen lässt, damit wir so schnell wie möglich Klarheit haben. Herr Bäumler, Sie sollten wissen, dass Ihre Frau im Moment mehr als labil ist. Sie verstehen, was ich meine. Was hat er gesagt? Dass Irene möglicherweise schon länger an einer schweren Psychose leidet. Hallo, mein Schatz. Stimmt das, was Kai erzählt hat? Wo ist die Mama? Im Schlafzimmer. Na du? Was macht dein Bein? Ist alles okay. Glaubst du, sie lassen sich scheiden? Quatsch. Ganz sicher nicht. Sag jetzt bloß nicht, dass es dir leid tut. Und wenn es so ist? Geht es schon länger mit euch beiden? Und? Ist es was Ernstes? Vor unserer Hochzeit. Ich hab dir gesagt, dass du wissen musst, worauf du dich einlässt. Und fühlst du dich jetzt mit ihr endlich so wunderbar frei? Kannst du mit ihr all die Reisen machen, auf die du wegen uns verzichten musstest, ja? Irene, bitte. Hast du jetzt alles, was du wolltest, ja? Wir hatten schon länger Probleme. Das weißt du.
Und ja, ich hätte deinem Vater besser damals schon gesagt, dass ich nicht in seine Firma will. Und jetzt hast du den Mut, ja. Weil du ja praktischerweise schon einen anderen hast. Ich will, dass du deine Sachen packst und gehst. Irene, bitte. Lass uns in Ruhe besprechen, wie wir damit umgehen. Du ziehst jetzt erstmal aus. So gehen wir damit um. Niemandem aufzumachen, den du nicht kennst, klar? Ich bin auch kein Baby mehr. Klar. Kann ich Sie was fragen? Klar. Also ich meine, Sie kennen sich vielleicht besser mit solchen Sachen aus. Glauben Sie, dass der Papa wieder zurückkommen wird? Das kann ich dir nicht sagen. Aber egal, was passieren wird, er wird immer euer Papa bleiben. Weißt du? Schauen wir mal. Anne, mein Schatz, ich bin's. Ja, ich weiß, ich hätte mich schon längst gemeldet haben wollen. Die Molkerei will sich mit ihrer Entscheidung noch Zeit lassen bis morgen. Und bei dir, viel los? Nicht ganz unkomplizierter Fall mit inkludiertem Familiendrama. Ah, das klingt nicht gut. Na, ich habe noch mal mit dem Makler telefoniert, aber... Ah, ja, und? Zu teuer, zu weit weg. Kannst es dir aussuchen. So ein kleines Häuschen mit einem winzigen Garten, das kann doch nicht so schwer zu finden sein. Naja, was wir bräuchten, war einfach ein kleines Traumhaus, ne? Was ist das denn? Anne? Anne, pass mal auf, du musst sofort kommen. Bitte? Und zwar hinter der Praxis, weißt du, die Straße runter, hinterm Sonnius, den Weg da hoch, da stehe ich. Ja, und was soll da sein? Wenn mich alles täuscht, dann steht hier unser Traumhaus. Wahnsinn. Du, beeil dich, komm sofort hierher. Tschüss. Okay. Bingo. Let me go, and I'll come running straight back to you. You should know that between us, love is a simple truth. Moment. Das war so nicht abgemacht. Ich will das texten und die Gefühle nicht durcheinander bringen. Ich weiß nicht, ob das so einfach geht. Weißt du, Carsten, ich habe Angst, wenn zwischen uns wieder irgendwas schiefläuft, dann war's das auch mit der Musik. Ist die Frau Bäumler schon eine Patientin? Sie war schon als Kind hier auf meiner Liege. Tu mir einen Gefallen und geh mir ihre Akte durch. Vielleicht findest du irgendeine Auffälligkeit. Und du? Ich fahr jetzt zu ihrem Mann. Der muss wissen, was mit seiner Frau los ist. Hans, ich bin's. Sag mal, hast du die Adresse von der Bergführerin von heute Morgen? Super. Ach, könnten Sie mir bitte die Akte von Frau Bäumler raussuchen? Alles aus den, sagen wir mal, letzten 10 Jahren. Ich kümmere mich drum. Und ein Kaffee wäre wunderbar. War nur ein Scherz. Also, wenn du das abhörst, dann ruf mich doch bitte kurz zurück mal an. Ja? Ich würde mich wirklich freuen. Und grüß den Kai. Und? Nur die Mailbox. Kein Wunder. Sie brauchen einfach noch ein bisschen Zeit. Zum Glück gondelt Irenes Vater gerade auf irgendeinem Kreuzfahrtschiff durchs Mittelmeer. Ein Problem weniger im Moment. Wann wirst du es ihr sagen?
dass ich mich endgültig von ihr trennen will. So bald wie möglich. Moment. Sie wollen damit sagen, dass meine Frau, dass Irene psychisch krank ist? Ja, aufgrund der Laborergebnisse, die wir haben, würde ich sagen, dass eine organisch bedingte Psychose sehr wahrscheinlich ist. Und wenn das so ist, kann man dann was dagegen machen? Es hängt natürlich immer von der Patientin selber ab, aber in aller Regel ja. Und dass Irene so war in den letzten Monaten, so abwesend, dann so gereizt und aggressiv, das würde dann auch damit zusammenhängen? Ja. Und jetzt? Würde ich versuchen, Ihre Frau dazu zu bewegen, dass sie sich in der Klinik psychiatrisch untersuchen lässt, damit wir so schnell wie möglich Klarheit haben. Herr Bäumler, Sie sollten wissen, dass Ihre Frau im Moment mehr als labil ist. Sie verstehen, was ich meine. Was hat er gesagt? Dass Irene möglicherweise schon länger an einer schweren... Nein, Herr Kleist, was ich meine ist, ich möchte was Vergleichbares von der Größenordnung her, aber bezahlbar. Ja gut, ich warte. Und wieso sagen Sie mir das erst jetzt? Ganz im Ernst, glauben Sie, ich habe meine Zeit gestohlen oder was? Idiot. Ich bin noch dran, ja? Das ist doch super, dann melden Sie sich, wenn... Entschuldigung, ich melde mich. Danke, wiederhören. Die spinnen doch. Mhm. Der Makler hat leider bei der Besichtigung vergessen zu erwähnen, dass er schon einen Vorvertrag mit einem anderen Interessenten hat. Ich will die Molkerei nicht warten lassen, aber drück mir die Daumen, ja? Mach ich. Siehst toll aus. Habe ich dir zu viel versprochen? Wow. Aber wir können doch auch klettern hier, oder? Kai. Ist ja schließlich ein Kletterkurs und kein Höhlenkurs. Du kannst wirklich nicht genug kriegen, was? Das hier ist einer von drei Vorräumen, bis wir in der eigentlichen Höhle sind. Und dreimal darfst du raten, wie wir da hinkommen. Klettern? Klettern. Yes! Sehr gut. Papa. Ich hab's gleich. Herr Baumler, Sie nehmen sich genau die Zeit, die Sie brauchen. Ja. Und du hältst deinen Vater nicht so, ist das klar? Okay. Alles klar. Warte. Ich hätte einfach nicht 20 Jahre lang Pause machen sollen mit der Kletterei. Wahnsinn, wie schnell du das in den paar Monaten gelernt hast. Darf ich diesmal vorgehen? Von mir aus ja. Den Schwierigkeitsgrad hatten wir schon oft. Hey, aber schön vorsichtig, okay? Klar. Komm her. Gut. Sehr gut. Ich hab dich so vermisst. Kai? Vorsicht, ja? Achte drauf, dass du einen sicheren Stand hast. Kai, hast du gehört? Ich halte mich jetzt um, okay? Nacheinander die Karabiner. So wie wir es trainiert haben, ja? Nacheinander ist hier wohl was für Anfänger.